Carlos, die Vorbereitung auf die BWM steht auf dem Programm. Wie ist der Status der Mannschaft? Ja, wir trainieren schon wieder diese Woche in Wien hier, ein zweites Testspiel. Und wir sind wirklich froh auf diese Woche zusammen, dass wir haben mehr Leute dabei und eine Chance zu zweites Testspiel. So für uns ist wichtig für unsere Vorbereitung. Manny, Slowenien und Ungarn stehen als Testspiele auf dem Programm. Was willst du von der Mannschaft sehen? Was sind deine Erwartungen? Erfahrung und Rhythmus finden. Wir brauchen die Spieler gute Chemistry finden in der Linie, Experimente mit der Powerplay und Linienkombination. Das ist so wichtig für uns, zu einen Rhythmus finden, weil viele Spieler sind das erste Mal zusammen spielen. Manny, die BWM in Südkorea steht auf dem Programm. Was sind deine Erwartungen, was sind deine Ziele? Unser Ziel ist nicht unbedingt, dass wir müssen in der Gruppe zurück, aber trotzdem, wir glauben, wir haben eine nicht exakte Chance. Eine Chance für diese jungen Spieler, eine Chance für viele junge Spieler, bekommen Erfahrung. Und wir bekommen diese Erfahrung wieder zurück in der Zukunft. Manny, was verbindest du mit dem Wort Sochi? Ja, enttäuscht, klar, enttäuscht, schockt alles. Wir haben für 6 Wochen wir wirklich nicht einfach, aber trotzdem ist es erledigt und wir gehen wieder zurück in die Zukunft. Du hast vorhin das Wort Chance angesprochen. Wie groß ist die Chance für den Neustart jetzt nach den Vorfällen von Sochi? Wir müssen neu starten sein und nicht vergessen, was hat passiert vorher, aber wir müssen weiter so mit das und das ist so. Und für mich ist es sehr wichtig, dass wir weiter so mit alles, was wir haben gehabt, nicht negativ sein. Manny, wann wärst du am Ende der BWM zufrieden? Ich bin immer zufrieden, wenn mein letztes Spiel ist immer ein Sieg. So, wenn wir gewinnen den letzten Sieg und wir haben ein ich wurde zum Beispiel zufrieden mit diesem Turnier, ist, dass wir geben alles, was wir haben, und dann wir haben wirklich eine Chance für diese Spieler zu Entwicklung in der Zukunft. Manny, abschließend zu dir, du bist nicht mehr Sportdirektor beim KAC. Wann weißt du oder steht schon fest, was du in Zukunft machen wirst? Ich weiß nicht. Wir haben eine Chance momentan zu schauen. Ich will bleiben in Eishockey, klar, aber momentan, ich will machen eine Entscheidung später in wahrscheinlich den nächsten paar Wochen. Kannst du sagen, ob es in Österreich oder im Ausland sein wird? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Österreich ist meine Heimat. So, wenn ich eine Chance arbeite, hier immer gerne. Ich bin hier, aber trotzdem, ich bin bereit für eine neue Herausforderung. Manny, dann wünschen wir alles, alles Gute für Südkorea und alles, alles Gute für die nächsten Aufgaben. Danke, Manny Beweiros. Danke.